herzlich willkommen. Was ihr hier seht, das ist eine Forsythie, ein Forsythienstrauch. Und hier haben wir versucht, ja, Art-Bonsai, Kunst-Bonsai zu machen. Von der Wurzel her erstmal. Wir haben vor 2 Jahren, glaube ich, das Experiment gestartet. Und ich zeige euch gleich im Näheren, worum es da überhaupt geht. Hier haben wir das gleiche nochmal stehen. Hier habe ich die langen Ruten alle schon weggeschnitten. Der ist etwas älter hier als der. Und wir werden das Ganze gleich ein bisschen freilegen. Wie genau das Ganze jetzt vonstatten geht, weiß ich noch nicht, da wir das jetzt das erste Mal machen. Von daher lassen wir uns einfach mal überraschen, was wir gleich sehen werden. Ja, und aus Forsythien kann man vielerlei machen, ob jetzt einen kleinen Bonsai, einen größeren Bonsai oder auch Art Kunst-Bonsai oder von mir aus auch Säulen als Blütenstrauch zu gestalten, ist möglich. Es ist vieles möglich mit Forsythien und wer sich daran wagt und mal ein bisschen experimentiert, wird die wahre Freude haben, vor allen Dingen, wenn diese Forsythien dann blühen im Frühling. Das ist wirklich eine Augenweide. Ja, jetzt labere ich schon wieder zu viel. Ich würde sagen, ich zeige euch mal eben, wie das Ding jetzt aussieht. Man sieht im Moment ja nur die Krone hier und dann werden wir mal schauen, wie es gleich weitergeht. Das ist jetzt die etwas ältere Forsythie und hier haben wir letztes Jahr schon mal ein bisschen freigelegt. Und ich denke, man kann jetzt sehr gut erkennen, um was es eigentlich geht bei der Wurzelgestaltung. Natürlich ist das Ganze ein Überraschungspaket. Man kann nicht genau wissen, wie sich das da drin alles entwickelt. Auf alle Fälle sind sie durchgewurzelt durch den Topf auch mittlerweile. Und von daher werden wir das gleich ein bisschen freilegen. Bei dem erstmal noch nicht, sondern bei dem anderen Kandidaten. Und ich würde sagen, dann zeige ich euch den auch noch kurz. Die andere Position kriege ich hier gar nicht ganz drauf, werden auch gleich erstmal die großen Triebe zurückschneiden. Die brauchen wir jetzt nämlich nicht mehr, denn wenn wir das hier jetzt freilegen, dann verliert das Ganze an Stabilität und die Wurzeln, die sich hier drin entwickelt haben, die sind noch relativ weich. Das würde bedeuten, das Ganze würde uns dann umkippen und die Wurzeln brechen. Von daher werde ich auch versuchen, den Draht noch dran zu lassen und nur die Folie rauszufummeln. Wird vielleicht auch wirklich eine Fummelarbeit, aber ich denke mal, das ist dann doch besser, als wenn wir alles abmachen, denn ansonsten könnte uns der Kandidat tatsächlich umknicken. Aber erstmal schneiden wir jetzt die Äste alle ab. Wir schneiden alle Äste ab. Einen habe ich jetzt schon mal abgebrochen, einen kleinen hier. Ist aber nicht ganz so tragisch. So, wir haben jetzt hier eine Rute, die ist neu gewachsen in diesem Jahr. Dieses Teil hier. Das kürzen wir jetzt erstmal einfach ein. Dann haben wir einen etwas älteren Ast, der auch lange gerade gewachsen ist. Das Ganze durfte wachsen, damit, wie gesagt, auch Kraft in die Wurzelbildung geht, damit die hier dicker werden können. Ansonsten, wenn man das immer zurückschneidet, dann funktioniert das Ganze nicht. Man muss wirklich alles wachsen lassen und dann später halt eingreifen, was man daraus machen möchte. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt natürlich viel zu lang. Was machen wir mit? Ja, einfach pauschal abschneiden, fertig. Ja, das war es im Prinzip auch schon. Das schneiden wir auch ein bisschen zurück. Können wir ein bisschen besser arbeiten. Und damit ist der Rückschnitt schon fertig. So, jetzt müssen wir hier die Folie entfernen. Die Frage ist, wie? Also ich bin mir im Moment noch nicht ganz sicher. Ich gucke gerade mal, ob wir das hinkriegen. Nee, das kriegen wir nicht hin. Ich würde sagen, wir versuchen diesen Draht hier zu lösen. Der ist jetzt nach innen gebogen. Da komme ich jetzt natürlich nicht dran. Sieht man so wahrscheinlich auch nicht. Also werden wir uns mal eine Kneifzange nehmen, wenn ich die noch hier habe. Und wir werden den Draht erstmal öffnen. Ich denke, dann kriegen wir die Folie wesentlich besser raus. Die Kneifzange ist tatsächlich schon nicht mehr hier im Haus. Nehmen wir einfach eine Kombizange und kneife das hier durch. Dann verliere ich das Stück hier zwar, aber ich kann das hinterher wieder ein bisschen zusammenbasteln. Ich denke, das sollte uns nicht so schwer fallen. Jetzt versuchen wir einfach, die durchzukneifen. Und somit können wir das Ganze dann lösen. Ja, ich denke mal. Also ich denke, ich bin gleich gespannt, wie das da innen drin aussieht. So, einen habe ich da unten noch. Nachdem wir den Draht jetzt gelöst haben, ist jetzt die Frage, wie kriegen wir die Folie hier ab? Das ist Teichfolie übrigens. Die ist einmal etwas überlappt hier hinten. Gucken, ob wir die jetzt komplett gelöst kriegen bis unten hin. Ich weiß auch gerade nicht mehr, wie tief das Ganze im Topf drin steckt. So, das funktioniert schon mal. Dann lösen wir das in diese Richtung. Ja, man kann schon was sehen. Yeah! Ready, Daddy! Es hat tatsächlich funktioniert. So, was wir jetzt sehen, ist natürlich jede Menge Wurzeln, die in die Tiefe gewandert sind. Wie das Ganze sich dann jetzt weiterentwickelt, würde ich sagen, das sehen wir in der Zukunft. Denn viel mehr brauchen wir eigentlich gar nicht mehr dran zu machen jetzt.
Ich will gerade überlegen, ob ich die Folie nochmal einpacke oder ob wir alles so lassen und sich selbst überlassen. Oder ob wir nochmal die Wurzeln etwas schützen eine Zeit lang. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich würde sagen, ja. Wir werden die Folie jetzt nochmal drüber machen, damit die Wurzeln nicht ganz nackig hier rumliegen. Allerdings. Machen wir das nicht mehr ganz so stramm, wie es vorher war. Wir packen das Ganze nur locker ein. Die Folie hier oben, die schneide ich jetzt erstmal ab. Ja, Experimente sind immer cool. Also vor allem, wenn man nicht weiß, was daraus wird. Ich hoffe, ihr macht das auch. Einfach machen, nicht lange lassen. Ja, ich würde sagen, das lassen wir jetzt locker. Also ich presse das jetzt nicht mehr fest drum, wie es vorher war. Dass dort wesentlich mehr Luft und Sauerstoff reinkommt in die ganze Kiste. Ich werde hier gleich ein bisschen Draht drum wickeln, das zusammenziehen ein bisschen. Dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt einfach noch so ein Jahr dann in der Kiste drin stehen. Wie man sieht, das wird ein längeres Projekt. Bei den Forsythien ist halt so, dass die viele Wurzeln machen und das Dickenwachstum der Wurzeln sehr, sehr langsam ist. Das dauert einige Jahre, bis die Wurzeln wirklich dicker werden. Von daher braucht man da etwas mehr Geduld. Einfacher wird es sein, wenn man sich ein Ahorn oder dergleichen in solch ein Gefäß pflanzt. Aber nichtsdestotrotz werden wir es weiter verfolgen. Wir haben gesehen, viele, viele Wurzeln. Und mal sehen, wie gesagt, wie sich das weiterentwickelt. Das Ganze haben wir jetzt locker drum gepackt, damit hier mehr Luft reinkommt, mehr Sauerstoff reinkommt und das Ganze auch mal abtrocknet hier innen drin, dass die Wurzeln also wirklich dann noch mehr in den Topf hineinwachsen und dann ebenfalls vielleicht dicker werden. Und hier sollen sich also nicht noch mehr Wurzeln entwickeln, sondern die, die jetzt da sind, die sollen einfach in den Topf und dann soll das Ganze dicker werden. Ja, dann schauen wir uns jetzt mal den Kandidaten an. Hier werden wir jetzt auch ein bisschen freilegen. Ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, ob wir das jetzt komplett freilegen, so wie wir es bei dem gemacht haben, weil das wird hier ein bisschen schwieriger. Man kann aber auch hier sehen, den hatten wir letztes Jahr ein bisschen freigelegt, dass also auch hier das Dickenwachstum nicht extrem ist, aber die Wurzeln sind auf jeden Fall fester geworden. Das Ding kann man also nicht mehr biegen. Das ist also schon mal von Vorteil. Und ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, ob wir das jetzt komplett freilegen oder nicht. Ich überlege noch ein bisschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach. Ich habe jetzt hier den Draht schon mal gelöst. Ich biege den ein bisschen auseinander. Ganz unten komme ich jetzt nicht mehr dran. Mal gucken, was wir so hinbekommen. Hier überlappt die Folie ein bisschen. Ich muss die vorsichtig gelöst kriegen. Wir haben das Ganze also komplett in den Topf eingepflanzt, auch den Drahtkorb hier, deswegen kriege ich den auch nicht bis ganz von unten hin offen. Ist aber nicht tragisch, denn das Ganze gibt dem später nochmal richtig Stabilität. So, ich habe den Draht jetzt hier unten mal gelöst und jetzt kriegen wir die Folie dann auch hoffentlich heraus. Das Ganze hat sich nicht so entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, man kann sehen, hier sind sehr viele Wurzeln kaputt. Die sind tatsächlich verfault, voraussichtlich im letzten Winter. Jetzt ist natürlich die Frage, was können wir hiermit noch machen, beziehungsweise wie können wir das weiter vorgehen. Jetzt, ich werde erstmal die Steine hier rausnehmen, die sich einfach herausnehmen lassen. Und dann schauen wir gleich mal, ob wir das so lassen oder ob wir gegebenenfalls jetzt was ganz anderes damit machen, denn ich habe schon eine kleine Idee. Aber zunächst mal muss ich mal gucken, wie das Ganze sich jetzt tatsächlich entwickelt hat, denn manchmal trügt ja auch der erste Blick, erste Schein. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe alles freigelegt, die Steine alle rausgeholt. Hier im unteren Bereich sind die Wurzeln sehr, sehr dünn. Also es wird noch lange dauern, bis sie hier wirklich dicken Wachstum einstellt. Jetzt habe ich überlegt, was mache ich damit? Fülle ich das Ganze wieder einfach mit Substrat auf, nehme vielleicht einen größeren Topf oder mache einen Topf drüber. Nein, wir werden den Kandidaten jetzt so rausnehmen, wie er ist. Allerdings nicht ganz unten, sondern etwa, hier etwa auf die Hälfte abschneiden. Und so können wir den Kandidaten dann jetzt wieder einpflanzen. Schwupps, die Bups ist aus dem Topf. Ja, habe ich nicht gedacht. Also manchmal kommt es anders, als man denkt. Wir werden den ganzen Kandidaten jetzt erstmal zurückschneiden.
kann dann überall neu austreiben und auf die Gestaltung gehen wir dann später ein. Wichtig ist erstmal, dass er in dem Bereich hier neu austreibt. Und die werden wir jetzt gleich so einpflanzen. Ich lasse jetzt erstmal hier Wasser stehen, solange bis es vorangeht, weil ich muss erstmal gucken, in welchen Topf ich den reinsetze. Man hätte jetzt auch anderes mitmachen können, als ich es jetzt mache. Man hätte den jetzt, oder man könnte, nicht hätte, man könnte den jetzt tatsächlich über einen Stein legen, die Wurzel fixieren mit einem Band, dass sie sich dort etablieren. Das wäre jetzt auch möglich, aber wenn jetzt nicht die Gegebenheit, von daher werde ich jetzt einfach so einpflanzen, wie er jetzt ist. Und dann kann er sich weiterentwickeln. Und dann sind wir mal gespannt, wie die Wurzeln sich im Laufe der Jahre entwickeln. Denn das Ganze dauert ja leider sehr, sehr lange bei der Forsythie. Aber nichtsdestotrotz, eine interessante Geschichte. Naja, jetzt könnte man sagen, was haben wir denn verkehrt gemacht? Viel eigentlich nicht. Ich hätte im Winter vielleicht reinholen sollen. Und zum anderen bei der Folie soll gesagt sein, da kommt zu wenig Sauerstoff rein. Es wäre vielleicht sinnvoll gewesen, wenn man dort jede Menge Löcher reingemacht hätte. Dann würde in die ganze Geschichte auch mehr Sauerstoff reinkommen. Und dann würden die Wurzeln auch nicht einfach senkrecht am Rand entlang wachsen, was sie ja nun mal machen, im Topf auch. Von daher wäre dann durchaus denkbar, dass die Wurzeln dann auch durch die Steine mehr gewachsen wären, als jetzt direkt am Rand entlang. Denn wenn der Rand austrocknet und dort auch Sauerstoff reinkommt, dann sucht die Wurzel sich natürlich einen anderen Weg, Richtung Feuchtigkeit. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht mit der Forsythie. Auf jeden Fall werden wir jetzt gleich erstmal eintopfen. Wir haben Glück, wir haben noch einen hohen Topf. Hier habe ich unten schon mal Vlies reingelegt, kann man wahrscheinlich erkennen. Und ich habe das Substrat soweit schon aufgefüllt auf passender Höhe. Jetzt setzen wir einfach unsere Pflanze dort drauf. Und mittlerweile bin ich doch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ist zwar nicht das, was ich mir erhofft hatte damals. Das Ganze füllen wir jetzt mit Substrat auf. Ende gut, alles gut. War doch nicht so schlimm, wie ich mir gedacht habe. Ich meine, das Ziel, das ich vorhatte, dass die Wurzeln also durch die Steine wachsen und dann gedrehte Wurzeln wieder erhalten, die halt so wachsen, hat nicht funktioniert. Hallo Licht. Aber nichtsdestotrotz haben wir einen interessanten Baum und vor allen Dingen haben wir jetzt einen hohen Topf. Das heißt also, wenn wir gezielt das Ganze auch noch höher bringen können. Allerdings nicht jedes Jahr, sondern alle 2 Jahre. Die Wurzeln müssen erstmal einwachsen und im nächsten Jahr dann dicker werden. Und dann holen wir sie wieder raus, spülen das Ganze sauber und werden das Ganze wieder höher pflanzen, Stück für Stück, wie wir es mit den anderen Forsythien auch gemacht haben. Ja, und bei den Wurzeln noch gesagt sein, die sind jetzt einige, die so ein bisschen nach außen wachsen, so wie dieser Bereich hier vorne zum Beispiel. Das wird später wegkommen, dass das hier oben nicht so weit auseinander geht. Und auch hier vorne sind so ein paar Wurzeln, die weg können. Die lassen wir jetzt aber noch dran. Wir lassen den Baum erstmal anwachsen. Ab wo anwachsen? Natürlich müssen wir den Baum auch angießen, denn ohne Wasser wächst natürlich nichts. Ganz klarer Fall. Und die Pflanze kommt jetzt erstmal absonnig gestellt, auf gar keinen Fall in die Sonne. Denn die Wurzeln, die würden das auf keinen Fall verkraften. Und gießen lasse ich erstmal gut sein, das kann ich gleich machen. Und das werden wir dann anschließend auch noch einmal wiederholen nach ein paar Minuten, damit das Substrat richtig schön nass wird. Ja, und wie vorhin schon gesagt, also mit der Folie, das hat jetzt soweit funktioniert. Ist eigentlich ein ganz tolles Ergebnis und wir können das Ganze weiter voranbringen. Allerdings, wenn man jetzt die Wurzeln tatsächlich im inneren Bereich mehr haben möchte, dann muss man sich was überlegen, entweder was Netzartiges oder so, dann dort drum machen. Ich denke mal, das funktioniert auch. Allerdings muss man dann für ausreichend Stabilität sorgen, dass einem das nicht auseinanderfällt. Das mit der Folie so an für sich funktioniert. Aber wie gesagt, besser ist es, wenn wesentlich mehr Sauerstoff reinkommt. Das haben wir jetzt erfahren und ansonsten wachsen die Wurzeln halt nur am Rand entlang und dann ab in die Senkrechte. So ist das bei den Pflanzen nun mal. Warum auch immer. In der Mitte wollen die nicht wachsen, die wachsen immer nach außen. Wahrscheinlich ist dort mehr Wärme und die fühlen sich dort einfach wohler. Ja, so, es reicht auch für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch und viel Spaß mit eurem Bonsai und vor allen Dingen beim Experimentieren. Und auch wenn ich vorhin ein bisschen Blödsinn gelabert habe, manchmal ist das so, weil wenn man was real life macht, dann ist das nun mal so. Man weiß nicht genau, was passiert und man versucht das zu erzählen, was man da macht und ja, weiß selber noch gar nicht, wie das Hinterergebnis, das Ganze dann so aussieht. Von daher nicht alles so ernst nehmen, nehmt mit, was ihr mitnehmen könnt und was nicht, schmeißt einfach in die Mülltonne. So, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem nächsten Film mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Ciao, ciao.